Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Worms Battlegrounds. In der letzten Ausgabe habe ich André geschlagen nach einem Sudden Death. Unfairerweise. Ach, unfairerweise, papp oder papp. Da hatten wir den Modus, wie hieß es? Modern Warmfare im Warmfare, Original. Warmfare, genau, okay. Jetzt haben wir noch ein bisschen rumexperimentiert, weil uns ein bisschen gestört hat, dass wir so wenig Waffen zur Verfügung hatten. Die waren irgendwie noch nicht freigespielt da in dem Modus oder man musste sie kaufen. Wir haben jetzt mal gewechselt auf klassisch? Klassisch, genau. Alles klar. Ja. Und da haben wir alles. Wir haben alles und die Zeit ist auch ein bisschen mehr. Also anstelle von 10 Minuten haben wir dann 20 und ich glaube, das reicht, um jeden zu töten, der sich auf dem Feld befindet. Dann bin ich mal gespannt. Ich auch. Ob du das denn so hinkriegst. So. Start? Ja, ich mache nochmal kurz hier die Levelauswahl. Oh, hier der kleine Rapante wieder. Rapante. So. Ich fand, also, was meinst du, prähistorisch, Wikinger, Inkas, feudales Japan oder industrielle Revolution? Industrielle Revolution. Das finde ich auch super. So. Inseln machen wir nur eine. So, ein bisschen Steampunk. Ja. Und wir machen alles an Objekten. Wir machen Fässer. Minen auch? Machen wir die Minen? Ja, aber bei Minen aus. Das ist kacke. Ja, dann, okay. Dann kannst du ja gar nicht. Viele, kriegen. Dann machen wir die aus. Aber ja. Objekte wenige und hier ja. Dynamisches Wasser. Ja. Gut, fangen wir so, an. So, los geht's. Fratzengeballer geht's. Ja, jetzt. Aber richtig. Ja, also wenn Tobi jetzt gewinnt, dann hat er gewonnen. Genau. Und wenn ich gewinnen sollte, gibt's noch eine dritte Entscheidungsrunde. Ist das ein Stinktier? Das war ein Stinktier. Wow, das ist also industrielle Revolution, okay. So. Ja. Ich fange an. Okay, jetzt muss ich erstmal hier kurz gucken, ob hier nicht einer meiner Freunde ist. Doch, da unten. Das hasse ich ja, ne? Hä? Naja, gut. Wieso ist so viel? Hä? Du hast doch weit und breit Platz. Ja, nee, ich will dich aber so richtig. So richtig fertig machen. Okay, aber alles frei haben wir jetzt auch nicht. Nee, aber ich verstehe auch nicht, warum. Das war vorhin anders. Egal. Wir machen das trotzdem. Ich brauche Dynamit. Okay, oh scheiße, ich muss irgendwas machen jetzt. Ja, mach mal. Ich mache auch was. Warte, was ist das? Flammenfaust. Flammenfaust. Das mache ich doch glatt. So, und hier, voll in die Fresse, ey, wie Rocky. Bam! Uppercut. Wie viel zieht das ab? Da bin ich mal gespannt. 30, ja, oh, aber ist ganz okay, finde ich. So. Jetzt will der mir wahrscheinlich mit einer Bazooka in die Fresse schießen, deswegen geht er gleich ans Ende. Dragon Ball? Probier das mal. Aber du weißt schon, dass die Mine erst auslöst, wenn ich, ne? Ja, das weiß ich. Ich dachte, das wäre kein eigen... Oh, doch. Okay. Ich wusste nicht, dass das ein eigener Zug ist. Weil früher konnte man, glaube ich, eine Mine legen und dann war man nochmal dran. Dann konnte man den von hinten in die Mine schießen. Okay. Ich muss mein Tier rauszoomen und... Ach du Scheiße, das ist ja jetzt kompliziert. Na gut, aber warte mal. Ich gehe erstmal ein bisschen weiter weg. Weil, ich probiere gleich mal was ganz Wagemutiges, damit er mich nicht gleich hier total fertig machen kann. Ich, also mit beiden Charakteren suche ich hier jetzt gleich irgendwas. Luftangriff habe ich nicht. Oh, es geht schon weiter. Es geht schon weiter. Flammenfaust, was mache ich? Eigentlich kann ich gar nichts machen. Benzinbombe. Stinktier. Ein Stinktier. Zeit ist um. Na, okay, kann man nichts machen. Ich versuche die Sache jetzt ein bisschen strategisch anzugehen, um jetzt wenigstens eine Chance zu haben. Wie komme ich denn da wieder näher ran an die Sicht von der Sicht her? Hier R2 und L2 ist Zoom. Ja. Scheiße. Ja, hier willst du deinen Brothers in Arms, dein Brother in Arms hier mit in die Luft jagen? Das entscheidest du jetzt. Das wäre dann sozusagen ein Wurmlateraler Schaden. Was bin ich nochmal? Blau? Ja.
Alter, die Zeit ist aber verdammt knapp, yep. Ey. Oh, oh nein! Bang! Und weg mit dir. 13. 13, das ist aber, da kann ich mit leben. Okay. So, Helmut muss hier erstmal. Wo sind sie denn? Ach, Helmut ist ja da. Okay. Ich frage mich, was ich hier überhaupt so machen kann hier unten. Ich glaube, ich muss mir den Typen einfach runterschießen. Pass auf. Baseball. Oder was haben wir hier? Das ist der Jetpack, ne? Ne, ich glaube, ich mache mal einmal die Bazooka. Ich schieße mir deinen Typen runter. Das mache ich. Ja. Volles Fund. Bin ich gespannt. Ah, super. Ah, ja, aber mit noch einem dann. Das kann schon klappen. Und dann pulle ich dir unten die Fresse. So, das ist mein Plan. Und die könntest du aber nicht abhauen. Das wäre jetzt ein bisschen unfair. Natürlich haue ich jetzt ab. Nein, warum denn? Meine Bazooka ist aber gar nicht durch den Boden durch. Bist du da hinten angekommen? Ist die Zeit rum? Scheiße, dann er springt. Manchmal weiß ich nicht, ob man irgendwo runterfällt oder so, ne? Das finde ich ein bisschen. Ja, ich nicht. Mach hier, ich bin super. Wow, du bist so super. Ja, ich gehe wieder zurück. Oh, fuck. Oh. Was? Oh, habe ich mir mehr abgezogen als dir? Tja. Okay, warte, jetzt nehme ich erstmal das Ninja Rope und flüchte erstmal. Das muss jetzt eigentlich gehen. Okay. Und jetzt. Pass auf. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir noch Schönes haben. Volltreffer. Jawohl. Oh, das sieht doch schon ganz gut aus. Jetzt brauche ich ja noch was Cooles. Aber man kann sich nach einer Aktion immer noch mal ein bisschen bewegen. Das ist ganz praktisch. Also während, bevor das in die Luft fliegt halt. Ja. Ich weiß aber nicht, ob das früher auch so war bei dem alten Worms. Ja, kannst du dich über deinen hier. Kannst du mal die Klappe halten? Über deinen eigenen Deppen springen, ne? Ja? Ach komm! Auf Nummer sicher gehen. Oh, Zeit. Ja, wird Zeit. Ha! Oh, schafft die das überhaupt? Lenkrakete schafft alles, ey. Aber wenn meiner jetzt in die Luft fliegt, ne, dann. Oh, du bist dran. Der gerade getroffen wurde. Wie viel hat er noch? 6! Ja, pass auf. Kann ich da runterrutschen, als mir das passiert? Ja, kannst du runterrutschen. Ah, okay. Okay, warte. Und kannst jetzt? Auch noch einen weiter springen. Oder ah, was? Nee, warte mal. Oh, ich muss ganz kurz gucken. Okay. Jetzt, Luftangriff. Ja, das machen wir. Wie hast du den ganzen Kram? Ich glaube, ich habe gar keinen Luftangriff. Das wäre dein Pech. So. Ja. Krieg noch alle ein bisschen mit. Jawoll! Oh, Scheiße. Oink, oink. Alter, ich hab doch einen Luftangriff. Was ist das denn hier? Stinkt hier. Oh, das sieht witzig aus. Das ist bestimmt was Cooles. Oh, Scheiße. Shishi.
Ah, Giftgas. Vielleicht bist du auch noch davon verschont. Okay, gut, dann weiß ich jetzt zumindest, was das ist. Ich dachte, das ist sowas wie früher die Sheep Bomb. Ja. Ach, aber nur minus 5, okay. So, ich frage mich echt, wie ich mit denen hier an diese Leute... Ich glaube, auch einige Würmer haben verschiedene Sachen. Meine Lenkrakete hatte ich vorher von einem der anderen Leute gerade nicht hier. Das war ein bisschen komisch, ja. So, und du haust jetzt da ab, also okay. Da muss ich dich halt irgendwie anders kriegen. Hier, siehst du? Der hat nämlich keine Lenkrakete. Und da frage ich mich echt, wie ich das hier auf die Reihe kriegen soll, weil... Wurmauswahl kann ich kaufen. Ich fliege mit dem Jetpack erstmal irgendwo weg. Pass auf. Ich kann das. Oh. Bang! Und weg ist er! Okay, das war eine doofe Idee. Ich probiere das mit dem anderen Punkt gleich auch nochmal. Da unten kann ich ja nichts machen. Nix! Du willst mich jetzt da unbedingt wegwichsen, ne? Mhm. Hoffentlich ist der Rückstoß so gewaltig, dass du irgendwo ins Meer hinten fliegst, ja? So, das hat sich wohl erledigt. Scheiße. Also siehst du, ich habe noch 13 Sekunden. Wie kommt da? Also das, weil man mit der Shotgun wahrscheinlich zwei Schüsse hat, oder? Okay. Ich teste mal. Ja. Okay. Und jetzt hast du nochmal. Ah, okay. Siehst du wohl? Jetzt bist du dran. Und was machst du jetzt? Achtung, Helmut! Okay, warte. Was habe ich denn hier noch? Teleporter. Das wäre jetzt doof, den einzusetzen. Clusterbombe. Lenkrakete. Der hat eine Lenkrakete. Ah, ich probiere erstmal den Typen hier. Der nervt mich sowieso tierisch. Oh, das wird schwierig von da unten. Nein! Ich hab zu schnell X gedrückt hintereinander. Scheiße! Er kann das total gut! Ich sag ja, ich war immer relativ schlecht in Worms. Ich war immer gut in Worms. Ich weiß, dass es taktisch unklug ist, mich da so immer noch so nah bei ihm aufzuhalten, aber... Da unten haben noch die Bananenbomben und ja, so. Genau, die, ist. Einige haben mehr, also die Würmer haben unterschiedliche Items. Ja. Ich denke, das liegt daran, wie viel du schon verdient hast, wie viel Schaden du schon angerichtet hast oder so. Oh. Fuck! Sehr gut. Scheiße! Ich liebe die Bananenbombe. Oh! Auch einer weg. Sehr gut. Das war kacke. Oh, fuck. Da bin ich mal gespannt, ich da runterfalle. Okay. Was habe ich denn hier noch Schönes? Nein, scheiße. Kann ich noch was machen? Oh, fuck, ey. Der ist noch dran. Oh, nein. Scheiße. Da kommst du nicht weg. Okay, da muss ich es anders machen. Da müssen wir beide... Nein! Das war doch blöd. Warum ist diese Scheiße... Jetzt kommt wieder... Kann ich es lenken? Nein, kannst du nicht. Jetzt 5 hier. Das reicht nicht, das reicht nicht. Nicht. Das reicht scheiße, nicht, das scheiße. Reicht nicht. Mist! Okay, jetzt muss ich ja kommen. Jetzt das geht ja gar nicht anders. Muss ich dich jetzt mit in den Tod reißen. Da
Da habe ich mir. Ich habe gar keinen Kamikaze. Scheiße. Was ist das denn? Super scharf. Du weißt, was gerade das scharf gemacht hat, oder? Shit. Yes. Yes, sir. So, was habe ich denn noch hier mit dem? Ach, Quatsch. Immer hoch. Da ist der Penner. Okay. Liebe Leute, ich kann hier unten eigentlich sehr wenig machen. Diese Richtung ist ein bisschen ungünstig. Luftdruckbohrer. Wurmauswahl. Ich werde da jetzt auch nichts riskieren. Die alte Dame. Was gibt es noch? Ein Springen, Überspringen. Aufgabe. Ich lasse die Zeit einfach ablaufen. Und wieder kommst du zu mir runter. Was bist du denn? Ja, ich gehe jetzt taktisch. Was ist das denn, Feigling? Ja. Ich spare jetzt ein bisschen Zeit. Okay, 8,5 Minuten noch, liebe Leute. Würde ich nicht bei dem. Und ich meine, klar, mache ich. Ja, also irgendwas abziehen wieder, ja. Okay. Gar nichts! Okay, ich spring darüber. Dann bin ich erstmal. Oh, Scheiße! Okay, wo steht der denn? Okay. So, was haben wir denn noch hier? Die alte Dame, was die wohl macht. Maulwurf, der krabbelt bestimmt nach unten, stinkt hier, macht nur Scheiße. Was ist das denn, die heilige Handgranate da unten? Oh. Mhm. Oh, tatsächlich. Das ist total gut. Wer kennt noch die heilige Handgranate? Die brauche ich mal, die heilige Handgranate. Die kann ja nicht so schlecht sein. Oh, nein. Hallo? Wer weiß, was die macht. Okay. Okay, das macht die heilige Handgranate. Oh, er traut sich runter. Ja, komm, das mach mal. Mit dem Ninja Rope. Naja, muss ich doch. Das geht gar nicht. Ich meine, die kommt da ja. Das mit dem Ninja Rope ist mir zu gefährlich. Man kann es nicht einschätzen, wie weit die Sache geht. Ne? Oh, oh, vielleicht könnte jetzt was Cooles klappen. Moment. Okay. Du willst mich da wegsprengen, ja? Ja. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Aber viel Auswahl habe ich da nicht. Das gibt's doch nicht! Ich hätte jetzt gedacht, du fliegst! Okay, warte mal. Ey, ich hoffe, die Oma macht dich sowas von fertig. Explodier! Mist! Andere Richtung! Ha! Wow! Hat das gereicht? Nee. Fünf Scheiße! Konnte man nicht Alter, werfen? Nee, ne? Die alte Oma, die zieht hier echt was ab. Komm ich da irgendwo hin? Warte mal. Oh nee, das ist ja.
Warte, da muss ich das anders machen. Man kann ja hier Charakter tauschen. Wurmauswahl. Ja, und jetzt? Hä? Ja, und? Ich will den wählen. Ah! Scheiße, man muss den... Alter, warum ist der? Ja, jetzt bin ich mal gespannt hier. Also Spider-Man, schwing den Arsch runter. Ach, runter geht das gar nicht. Huch, jetzt hängt es. Und Scheiße, ey, das gibt's doch nicht. Das ist ja jetzt klar wie Kloßbrühe, dass du gewonnen hast. Ja. Mit der Bazooka, oder was? Ja, ich will auch sicher gehen. Ich töte uns beide. Das ist die einzige Möglichkeit. Nimm's mir nicht persönlich. Es muss sein. Es ist genau so, wie es enden muss. Rotzt du mich jetzt echt weg mit der Bazooka? Ja, natürlich. Und mich auch. Aber ich habe ja noch einen. Oh, jawohl, tja. Okay, gut. Sieht nach einer Entscheidungsrunde aus, würde ich sagen. Okay, das war die zweite Runde. Diesmal für André. Damit steht es 1-1. 1-1. 1-1, genau. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Episode für das Finale. Wuhu! Bis dann.